Tana Dragons, jetzt kann's losgehen. Die Inferno Mapboards von den Ukrainern. Astana Dragons. Mapboards sieht sehr gut aus für die Dänen. Ja. Nachdem sie den First Knife kassiert haben, machen sie danach alle fünf. Vier Mann überlebt. Seitenwahl für 3D Max. Bleiben auf der 10. Seite stehen. Ja, und damit sind wir gespannt. Natürlich darüber, welches Team hier direkt aus dem Turnier raus ist. Beide befinden sich im Lower Bracket. Wer dieses Spiel nun verliert, der ist raus aus dem Turnier. Astana mit einer relativ defensiven Aufstellung. Drei Mann in der falschen Mitte nehmen verzögert jetzt zu zwei Bananen ein. Bombe liegt noch T-Treppen unten. Bombe nimmt Markelov, schiebt damit Banane, Glaive geht da ganz gut zurück, hört jetzt auch viele Steps. So, und das wird direkt in der ersten Runde ein Split über City Base und Banane. So, immer sehr gefallen, Ralz. Kommt da auch überhaupt nicht drauf. Lebt schnell da. Und kriegt auch keinen. Und das ist natürlich zu wenig. Naja. Also da hat gerade überhaupt kein Schuss gesessen von 3D Max. Astana Dragons. Erste Runde für die Pistole natürlich ein bisschen was Außergewöhnliches. Mit dem Split hier über Hass und dann ab zum B-Spot. Zusätzlich mit zwei Mann aus der Banane. Und obwohl 3D Max das sehr, sehr früh weiß, dass sie da über die City Base gehen. Können sie da nichts machen. Synaptical hat die Taktik von Astana sehr gut zusammengefasst. Banana Split. Die Taktik von Astana in der ersten Runde. Glaive zusammen mit Rals am B. Und stehen da beide erste Obst. Glaive geht spotten, mit Rals rechnet sie nicht, kann sich dann noch zwei machen, 2-2-Situation, AZ und Pimp. Kommen wir nochmal gut drauf mit Hits und dann ist AZ da. Der zweite Headshot sehr schön hinten. Y. Und 3D Max sichert sich da die Eco. Sehr, sehr schön runtergespielt. Ja, und eingeleitet von Rals Glaive, die beide da im ersten Obst gedoppelt haben. Mit Rals nicht mehr gerechnet wurde. 2-2-Situation und dann AZ mit den letzten beiden Kills. So, Astana hat trotzdem nochmal die Waffen gekauft, die Geld zur Verfügung hatten. Von Angel. Makloff da gewohnt in seiner Position. Der alleine ein bisschen stört, ablenkt. Angel kassiert direkt den Headshot auf 1 AP.
von MSL. Ja, und 3D Max steht zu zweit im Hells. Leif zusammen mit Pimp. Jetzt wird gleich AZ interessant. Clave End nochmal, wurde jetzt gesehen. Und dann Pimp schön den dritten auch noch in seinem Spraydown mitgezogen. AZ steht gegen Teppichausgang. 2-1, 3D Max und Astana Dragons wieder direkt am Kaufen. Also, das haben sie gestern auch schon gezeigt. Gegen Maus. Wo andere vielleicht dann doch mal eine Sparrunde ansagen, hat Astana immer so ein bisschen den Überraschungsmoment, wo sie dann kaufen. Jetzt Angel gerade mit der AK gewesen, hat jetzt für diese Runde kein Geld. Aber das tut den Jungs im Spiel überhaupt nicht so sehr weh. Ey, sie da mit einem schönen Shot gewesen gerade. Und jetzt wird mal Action gedoppelt. Auch wieder eine gute Variante von 3D Max. Geht wieder bei Hers, Pimp steht da. Zieht sofort auf Spot drauf, spottet da nicht weiter. Lässt er jetzt seine Mates aus dem Sandkasten arbeiten. Easy mit dem nächsten, Glaive, Kocher. Last Man Standing, der versucht die Waffe damit zu bringen. 15 Sekunden auf der Uhr. Chattet da erstmal. So sieht es zumindest aus. Counter-Terrorists win. Oh, nicht, dass er da getimt ist oder so, aber es sah nicht so aus. Also, Kocher auch wieder da. Wahrscheinlich da einfach gerade im Teamchat geschrieben, was die Runde vielleicht das Problem ist oder so. Oder sonst irgendwas gefixt. Oh, in der Mitte funktioniert. Dosi am Teppich, wird da gespottet. Weg ohne Hit. Aber Astana direkt wieder nur zu viert. Und Angel ist immer wieder der kleine Ausreißer, der dann auf die AK geht, während die anderen in der Eco sind. So, Adrian darf die Bombe holen. Und dann geht es wieder Richtung B. Rals, MSL. Dosia diesmal in dieser Position, da Markel auf Down ist. Also Aiming sitzt, da war immer in der Pistol Round so, ne, da war das Aiming einfach nicht drin. 3D Max, Flawless Round, sehr viel Geld jetzt schon vorhanden bei ihm. Zwei Spieler mit über 10k, dann 8k, 7,5 und Rals auch mit 7. Und bei Alternate gegen Neofine steht es mittlerweile 14 zu 14 nach einem 4-11 Rückstand zur Halbzeit. Ja, drücken wir mal den Jungs die Daumen, dass sie da durchkommen. Angel, starker Shot.
durch die Smoke. Einfach predicted. Let's play. Kriegt da seinen Crackpush runter. Kommt jetzt hinter ihn, dann kommt aber Kucher nochmal verzögert nach. Oh, ey, ich muss jetzt da Zeit rausholen im Sand. Ja, er wartet da nicht den Teppichspieler. Und MSL auch vom B, super schnell da. 1 gegen 2 Situation. Dozier, Bombe, kriegt er. Bombe hat er. Das zeigen sich nichts. Auch jetzt beim Plant nicht. Oh, MSL low. Und Dozier macht es. Dozier mit seinem dritten Frag. Zweite Runde für ehemals Astana. Trotzdem wenig Geld bei ihnen. Und laufen direkt Gefahr, hier wieder Money Broke gesetzt zu werden. Pushen direkt. Banane off. MSL, Frag gesetzt. Jetzt können sie schon wieder nach und nach zurückgehen. Glaive hat schon verschoben. Währenddessen Astana Dragons Mitte jetzt schon langsam zugemacht, können da ohne Probleme Rippen einnehmen, denn 3D Max steht auf dem A relativ defensiv. Trotzdem jetzt gleich zu viert am A-Spot. Pimprals doppeln da. Alle Action. Ja, Dozier hat nur noch 7 AP. Und da steht jetzt Hals. Fällt allerdings. So, Bombe schiebt auch zum B. MSL. Geht er direkt auf den ersten drauf. Bombe ist down, 22 Sekunden. Und MSL hat ihn gesehen. Knacklauf. Ja. 10 Sekunden auf der Uhr, also. Auch den Plant hätte er niemals geschafft. Ja, und somit wieder keine Bombe gelegt. Astana Dragons muss in die Eco gehen. Und Alternate gegen Neophyte geht in die Overtime. Und auf die Frage, wo das Alternate-Match übertragen wird, auf dem Stream von Venom. Einfach auf 19 Damage gucken, oben rechts. Wird er direkt angezeigt. Sie spielt das da sehr gerne gegen den Teppich vom LKW aus. Da ist dann wieder B, jetzt fahren sie. Aber B durch. Kucher blind, jetzt wird er. Von beiden Seiten wird es zugemacht. Also die Waffe darf er dann nicht mitnehmen. Und wieder bei 3D Max, 4 Mann überlebt. AZ mit 15k, der sollte jetzt eigentlich mal eine Waffe legen. Haben wir da gerade, ja, Rals hat selber gekauft. Auch MSL. Ja, in dem Fall ist es eigentlich gut, mal ein bisschen aufs Geld zu achten und ruhig mal AZ legen zu lassen. Damit er da nicht irgendwie 16k drüber hinausläuft und deshalb verlorenes Geld ist. Das
Welt gefallen, Rals kriegt noch einen dann down. Bombe Banane gesichtet worden. Und sofort wieder zwei TTs nachgeschoben. Unterzeitsituation hier am Spot, aber Blade steht gegen den ersten und kommt weg. Frag. Beide Ts. Lower P, 24 und 1. Und Pimp macht ihn. Siebte Runde für die CTs. Bombe wiedergelegt bei den Jungs von Asana Dragons. Sie schauen aufs Geld. Ja, und das wäre normal so eine Situation. Eco ansagen, aber nicht bei Immortals Astana. Da wird einfach wieder gekauft, was das Zeug hält. Und Lowest Yo 2 zu 0 für Alternate in der Overtime. Auch da wird wieder MR5 16k gespielt. 1-0 steht es wohl erst. Der fragt bezüglich der Werbung. Die kommt nicht von uns, die ist vorgegeben von der Liga. Das heißt, da haben wir keinen Einfluss darauf, die auszublenden oder zu verschieben. Ich weiß, die liegt da über dem Chat drüber, aber ja, also das ist nichts, worauf wir dann Einfluss nehmen können. Währenddessen hier wieder eine 5 gegen 3 Überzahlsituation bei 3D Max. Ja, da waren Hits drauf, gegen Sofa. Ja, und das altbewährte Problem bei Astana Dragons. Die Zeit läuft einfach ab, ohne dass man da groß irgendwie was macht. Und am Ende läuft man eben Gefahr, dass die Zeit vorbei ist und dann muss man irgendwo drauf. Wieder im Haus unterwegs. Dosia Hausmeister. Bei D-Max wieder zu viert hier am A-Spot. Wir haben da auf jeden Fall die Map Control. Rals. Jetzt eine gute Fläche. Oh, macht direkt zwei und was für schöne Dinger. Oh. Smoke wird aufgehört. Aber Markov kriegt da ein. Schau, nun 3D-Max, zwei Mann mit 16k. Also es läuft deutlich besser für die Jungs von 3D Max als gestern für Maus auf Inferno. Ja, mal schauen. Also Astana gestern auf Nuke, das war eine Zerstörung. Die größten Chancen gegen 3D Max sehe ich hier in der Tat auf Inferno. Und das 2, wenn überhaupt. Aber dazu muss es dann erstmal kommen. Refrick, immer noch Überzahlsituation für 3D Max.
Makulov geht raus, Bombe orientiert sich B. Und da geht Leif gerade offensiv. Ja, fällt. Ralz muss jetzt natürlich schnell schieben. Hi. Da sitzen gerade die Fracks nicht. Also die Shots. Ey, sie checkt nicht mal mehr. Ja, rechnet überhaupt nicht mit. So, eine Runde nochmal für Astana. Kommen sie nochmal zurück. 9-6. Noch möglich hier für die Jungs von Astana. Aber man sieht es wieder am Geld. Müssen wieder komplett runterkaufen. Zweimal mit 0 Dollar. 3D Max. Wenn sie stehen, setzen sie Astana wieder broke. Und haben aus einer Runde wieder automatisch 2 gemacht, theoretisch. Flash hoch. AZ fällt jetzt. Danke. Teppich mit gutem Timing rausgekommen. Kocher. Und nun liegt es wieder an MSL und Ralz. Schön. Schöne AWP-Action jetzt von Kocher. Holt sich da die letzten 3 Frags. Ja, 3D Max könnte da natürlich auch noch mal ein bisschen Druck aufbauen. Vielleicht, dass man da jetzt noch mal irgendwo pusht, die AWP frühzeitig stört. Kocher macht gleich weiter, wo er eben aufgehört hat. Makulov jetzt raus. Sandkasten muss AZ stehen. Pimp im Spot. Und Abela. Ja, und dann fallen sie. MSL links guckt er nicht. Kocher steht wieder. Und Walz versucht er die Waffe mitzubringen. Fünfte Runde mittlerweile, Astana Dragons. Dritte Runde in Folge. Jetzt hier zum Abschluss. Oh, Kocher kann da noch einen machen. Hat er Glück gehabt. Pimp wieder mit Ave. Jetzt den First Track, 9-6 oder 10-5. Wie wird's ausgehen? Rosia mit guten Hits an Pimp, der da mit Ava jetzt Teppich geschoben war. Ist alles drin hier für Astana. Nehmen wir erst für die Mitte ein. Angel mit 2. Wichtig. So, jetzt wieder nur noch gegen Pimp und der fällt. Bomb
Beide kommen über Mitte. Angel steht da. So, eine Fläche noch. Bei 3 Donuts. Ja, und Angel steht. Also 9-6. Am Ende noch mal ein bisschen gefangen hier, die Jungs von Astana. 4 Runden in Folge geholt. Und da bin ich mal gespannt. Also CT stand Astana bisher eigentlich auch recht solide. Schauen wir auf die Piste. Makulov wieder mit den Duels unterwegs. D-Max schneller Teppich go. So, Action auch schon da. Jetzt Makulov. Einen, dann fällt er. Im Spot aufgefallen. So, schneller Bomb plant. Aber die CT sind auch schon super schnell da. 3-4 Retake. Pimp. Erfolgreich da im Teppich. Boah! Sau stark. Der erste war schön, der zweite war Zucker. Also Pistol für 3D Max. Schauen, ob diesmal Astana auf ihrer Seite oder jetzt wieder auf der CT-Seite auch die Eco geholt werden kann. Ist auf jeden Fall so eine kleine B-Falle gestellt von Astana. 3D Max will das erst noch checken. Und Alternate führt mit dem 5-3 gegen Neophyte. Wobei man dazu sagen muss, dass sie seit den letzten Runden, also auch schon vor der Overtime, nur gegen 4 gespielt haben. Und 3D Max will da drauf auf dem B-Spot. Haben weder A noch B irgendwie mal was gecheckt. Vorgeschickt, jetzt haben sie gesehen, das ist eine Falle, aber bauen sofort um und drehen den Max wieder zurück. Das ist jetzt perfekt, B-Deckung komplett aufgelöst worden. Jetzt ist nur noch Makulov alleine. Makulov und dann ist raus. Ja. Ciao Kakao. Also, auch Astana Dragons steht hier die Eco. Dank Makulov mit diesem Eisen. Mac 7 macht da 3. So, und Alternate gewinnt die Overtime. Also, Alternate morgen im Viertelfinale im Kampf um einen Slot für die Online-Finals. Makulov wieder erfolgreich. Der klickt die sich aber auch. Junge, Junge, Junge. Also das ist seine Waffe. Also, ja, die Marker. Schöne Dinger. Dosia war da gerade am Switchen, deshalb fällt er da im Teppich.
kann Pimp nichts mehr machen. Pimp gegen 3. Nach wie vor. Und was kann er noch machen? Makulov bleibt immer noch bei der Waffe. Also der hat sich damit einen kleinen Reibach verdient. Mittlerweile 13.000 auf seinem Konto. Und der bleibt immer noch bei der Waffe, also da mag man denken, rollt er hier jetzt alle. Na gut, wenn er da im Teppich gerne spielt, ist eine gute Waffe für den Teppich. Währenddessen das 1:0 gefallen für Bayern, laut Chat von Toni Kroos. Und wieder Makulov. So, geht auf die Acker, na, das war der Fehler. Schiebt schnell wieder rüber, da wartet Angel. Hat noch keinen Support von Kocher. Down, Kocher noch schnell da. Sieht da so einen kleinen Spalt durch die Smoke. Also rechts von der Smoke. Rad Pimp bei der Lower P. 34, 28 gegen 3. Da halt ein oder beide macht, sieht's anders aus. Aber so, Runde Nummer 10 für Astana Dragons. Zu 10. Oh, Makulov wieder. Er wirft da seine Nate. So, Kocher wird auch ein bisschen ausgetanzt. Eieiei. Jetzt haben sie gerade überall ein bisschen Pech. Aber zwei Tracks wieder für Astana gefallen. Damit nur noch 2 gegen 3 Situationen. Adrian Smoke vielleicht noch bei ihm. Und jetzt hat gleich mal die Arbe und der steht damit. Das hat er gut gemacht. Makulov einfach nochmal Damage gemacht. Er hat 12-6, kann auf jeden Fall legen. Dafür Angel sich selber auch noch eine Waffe gönnen. Aber für 3D Max hat er gerade die Runde nochmal extrem teuer gemacht. Die jetzt auch wieder sehr wenig Geld auf dem Konto haben. Möglichkeit, beziehungsweise anders ausgedrückt, wer die Runde verliert, muss eine Eco einlegen. Ja.
Okay, go Mitte, ohne irgendwie groß Flex oder sonst irgendwas. Dosia. Und Adrian schnell über Base da. Und Bibo gleich das Duell gegen Reis und gewinnt es. Und jetzt ist auch Angel schon vor Mitte da. So, wieder schwierig für 3D Max. So, und die müssen jetzt irgendwo erst nochmal den Frag ziehen, bevor da der Plant kommt. Außer es zeigt sich überhaupt kein CT, dann müssen sie natürlich irgendwie an den Plant gehen. Und Clef. Ja, kriegt da auch keinen mehr mit ab. Also wieder, 11-11, Bombe gelegt bei 3D Max, aber das muss jetzt die Eco sein bei ihnen. Und dann die Möglichkeit für Astana in Führung zu gehen. Das allererste Mal jetzt für Astana Dragons, dass sie hier heute in Führung gehen können. Nach der Pistol Round natürlich. Kommt wieder dieser Teppich geholt. Ja, und da hat Astala keine Probleme. Viermal überleben. Bei D-Max gehen sie wieder auf eine Arbe. Wahrscheinlich nicht. Pimp könnte, aber ja, man bleibt ganz normal bei Rifle. Down im Sport, aber jetzt sitzen die Shots. Angel, Kocha, ja, da könnte man fast safen gehen bei ihnen. Ja, wäre der bessere, ja, machen sie auch. Wäre der bessere Call vom Geld her. Dosia, 100 Dollar. Angel braucht auch. Und Makelov, dem kann man eben eine Max 7 geben, dann reicht es. Also, erneut der Ausgleich. 12-12. So, jetzt mal gucken, was Makelov da bekommt. Ja, geht direkt auf den 4. Schade. Dachte, er gönnt sich da nochmal. Nur Max 7 hier. Schon ein paar Hits bekommen. Jetzt noch eine Flash rein und dann. Einfach vormoven. Aber jetzt ist Adrian mit dabei. Ist ihm nicht ganz geheuer da. Der Frag gefallen gegen Adrian, der da offensiv nochmal stehen geblieben ist. Angel gegen Geflecht. Bombe ist auf jeden Fall in der Banane mit dabei.
Und auch der Rest schiebt jetzt von Mitte runter zu B. Oh, ja, dicker Shot. Und da bleibt Aslan auch direkt stehen. Ja, jetzt wird es geldtechnisch natürlich auch ein Problem dafür, Astana. Oh, die letzten 5 Runden auf dieser ersten Map. Also was bis jetzt für 3D Max mit am besten geklappt hat, waren einfach die Goals, die relativ zügig passiert sind, ohne sich groß anzukündigen. Jetzt ist hier wieder AZ. Ja, da kommen sie wieder durch. Zack, erster. Zack, zweiter. Erledigt. Ja, also, da brauchen sie nicht mal irgendwie groß das Spiel mit einnehmen und sonst irgendwas. Aber Astana scheint da so schnell mit 3D Max nicht zu rechnen. Und vom Geld her, ja, sollte 3D Max da jetzt nicht unbedingt handeln gehen. Ab nächster Runde können sie es machen. Drei Waffen sollten dabei Astana verbleiben. Jetzt nicht ganz verstanden, warum er da nicht irgendwie schneller weggegangen ist. Also bei Adrian hätte es mich nicht gewundert mit seinem Hyping, aber der ist es ja gewohnt. Spots immer noch am Leben und immer noch mit 100. So, von 3D Max stehen 3 auf dem Spot, einer in der Banane und da kommt Rosia. Tja, und Adrian, der da am B arbeitet, der lebt immer noch. Also der hat die Runde da gesichert, gerade für Astana. Indem er da nicht gefallen ist, schnell sich zurückgeschoben hat, in einen Frag zieht, dann wegkommt. In der Smoke. Die übrigens geflogen kam von 3D Max. Und damit hält sich Astana natürlich im Rennen hier. Haben aber auch wieder sehr, sehr wenig Geld. Kocher hat den ersten gesehen.
Schlitz. Hat einen ganz, ganz kleinen Mini-Schlitz. Und die Ps sind auch alle Lower P-Pin. Markov steht 14 zu 14 und 3 D-Max. Kann auf jeden Fall nochmal kaufen. Sehen wir direkt auf der ersten Map eine Overtime für den Abend. Frag, Refrag. Dann kommt der CT weg. Angel ist weg und sofort CT nachgeschoben. Kucher ist das, glaube ich, ja. Währenddessen in der Mitte. Und Dosia schon weit ausgeschlossen. Hat die Mitte komplett unter Kontrolle. Und Kucher. Pocha, großartige Runde von ihm wieder. Schön. Sehr schön gespielt. Situation, Glaive fällt und Pimp im Sandkasten, und das wissen sie. Pimp, kann er das drehen? Oh, da gibt's den Headshot von Adrian. Ja, eh verworfen, 30 Sekunden noch. Bombe hat er, aber sie wissen auch genau, dass er da im Sandkasten ist. Und sie gucken da beide hin. Schöner Headshot. Oh, und dann steht Adrian. 28 HP noch bei ihm. Also.